Verstehen Sie die Sorgen und Ängste etwa der baltischen Länder, dass sie die nächsten Opfer Russlands sein könnten? Nein, die verstehe ich nicht. Die auch die Sorgen Polens in diesem Zusammenhang? Nein, die verstehe ich nicht. Die Polen braten ihr eigenes, kochen ihr eigenes Süppchen in der Ukraine. Denken Sie dran, dass Polen 20 Jahre lang Besatzungsmacht in der Ukraine war und anschließend haben die Ukrainer die Gebiete zurückgeholt. Die haben seitdem ein sehr gespanntes Verhältnis und die Polen schielen immer noch auf ihre, wie sie das subjektiv sehen, Anrechte in der Ukraine. Warum haben die Polen dauernd versucht, anfangs die NATO in diesen Krieg reinzuziehen als einzige? Ich glaube nicht, dass die Russen ein Interesse daran haben, sich die Esten, Litauer, Letten und andere sozusagen, ist jetzt ein böser Ausdruck, als Läuse im Pelz wieder in die Jacke zu holen. Das ist geschehen, dieses Abschmelzen der Randregionen mit anderer Sprache. Ich glaube nicht, dass das Ziel Putins ist. Putin hat einmal gesagt, er wolle den Zustand von 1997 wieder erreichen. Ich habe das gewertet als seine Forderung, als Verhandlungsmasse. Irgendwo drauf muss er ja zum Schluss auch verzichten. Und da hat er mal einen großen Klops genannt, auf den er nachher verzichten kann. Zum dann wäre das Baltikum allerdings das in Gefahr. Vor 97. Wir haben EU-Beitritt und NATO ja viel später gehabt. Insofern aber ich habe wären Sie in Gefahr. Diese Drohung habe ich eben nicht als Drohung empfunden, sondern als sozusagen Aufbau eines Verhandlungsgegenstandes, auf den er nachher verzichten kann.